Moin, moin, werte Freunde des gepflegten Eisensports. Es war wieder Zeit für das kleine Wochenvideo. Ja, es kommt diesmal noch ein bisschen später als sonst manches Mal. Aber der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen, dass ich letzte Woche so ein bisschen Bindehautentzündung hatte. Und da habe ich mir gedacht, kurier die erstmal richtig aus, bevor du wieder Gas gibst. Nicht, dass das noch irgendwie schlimmer wird. Deswegen habe ich das alles ein bisschen auseinandergezogen. Dann war ich am Wochenende ja noch an der Nordsee. Die Familie besuchen, Frau und Kind sind da ja. Und deswegen musste ich alles ein bisschen auseinanderziehen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Also reden wir jetzt mal über die letzte Woche der Spezialisierung. Also die letzte Woche mit 5 Wiederholungen in der Vorbereitung für die DM Powerlifting der GDFPF. Ja, Montag, also TE1, da gab es Kniebeuge. 3x5 mit 2,25 und 2x5 mit 2,55 mit Reverse-Bändern. Wie gesagt, immer noch alles ohne Stulpen. Wie gesagt, ich werde die ganze Vorbereitung so weitermachen. Einziger Tag, wo ich vielleicht mal die Stulpen anziehe, ist, wenn ich bei der Norddeutschen Meisterschaft in Preetz starte. Einfach mal so just for fun gucken, wie viel man damit machen kann. Den Tag. Aber das mache ich auch aus der Vorbereitung raus. Bankdrücken gab es 3x5 mit 200 und 3x5 mit 2,25 mit der REM. Ja, da bin ich immer noch im Schweingriff, den behalte ich auch weiterhin bei. Habe jetzt nur angefangen, mich ein bisschen entspannter hinzulegen, also die Füße nicht mehr ganz so weit nach hinten unter das Becken zu ziehen und so weiter. Weil manchmal habe ich so das Problem, dass ich Bauchmuskelkrämpfe kriege, wenn ich zu stark versuche, die Spannung aufzubauen. Und wie gesagt, stabiler Stand ist trotzdem weiterhin vorhanden, aber alles ein bisschen. Na, entspannt ist auch das falsche Wort. Spannung ist ja da, aber nicht so auf Biegen und Brechen. Als Nebenübung gab es Schrägbankdrücken, 3x12 mit 125 Kilo. Ja, damit war TE1 durch. Wie gesagt, Dienstags hatte ich ja dann die Bindehautentzündung. Da gab es dann die nächste erst wieder Richtung Wochenende, also ein paar Tage später, die nächste Einheit. Aber guckt euch jetzt erstmal TE1 an, dann gehen wir weiter. So, ein bisschen was zur zweiten TE. Da gab es ja wieder hauptsächlich Kreuzheben und Bankdrücken. In dem Fall, wie gesagt, Bankdrücken genau wie montags. 3x5 mit 200, 3x5 mit 2,25 mit der REM. Kreuzheben gab es 3x5 mit 217,5 Kilo und 2x5 mit Reverse-Bändern mit 237,5 Kilo. Wie gesagt, ich habe jetzt seit der Spezialisierungsphase alles im Kreuzgriff gezogen und ohne Schlaufen. Hände
Tun ein bisschen weh, aber na gut, bei diesen sind ja noch keine so hohen Gewichte, deswegen ist es alles noch erträglich. Und ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall im Wettkampf auch bezahlt machen, alleine weil sich die Wettkampftechnik jetzt schon mal ein bisschen mehr einschleift. Weil es ist doch ein bisschen was anderes zu ziehen, wenn man im Kreuzgriff zieht, als wenn man im Obergriff macht. Assistenzübungen gab es French Press, 3x12 mit 67 Kilo. Danach hat der Trizeps schön gezwickt. Damit war dann auch das Wochenende eingeleitet. Und die nächste Einheit gab es dann erst ein paar Tage später, wie auch bei der von 1 auf 2. Aber ja, guckt euch das erstmal an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dritte und letzte TE in der neuen Woche. Also diesmal habe ich das nicht in 5 Tagen gemacht, sondern in 8, glaube ich, mein Trainingspensum. Also ziemlich lange Pausen dazwischen. Habe auch so ein kleines Problem gehabt nach der Autofahrerei, jetzt war das Wochenende nach Norden und zurück. Irgendwie war jetzt montags mein Rücken doch ziemlich hart und verspannt, so der mittlere Bereich. Und ja, das hat jetzt bei der Beuge und beim Bankdrücken nicht wirklich gestört. Das war halt unangenehm. Aber deswegen habe ich dann die Assistenzübung den Tag weggelassen. Einfach um ja, das vielleicht noch ein bisschen zu schonen. Wie gesagt, es ist jetzt heute, habe ich ja wieder trainiert mit Kreuzheben, Deload und so weiter. Jetzt ist das alles schon ein bisschen besser geworden mit der Verspannung. Wahrscheinlich verlegen, wie gesagt, die Sitzerei im Auto und mehrere Faktoren, die da zusammengespielt haben. Auf jeden Fall nichts Wildes. So, was gab es in den TI3? Kniebeuge, 3x5 mit 2,25 und 3x5 mit 2,55 mit Reverse-Bändern. Bankdrücken auch wie in TI1 und TI2, 3x5 mit 200 und 3x5 mit 2,25 mit der REM. Ja, ich bin so im Nachhinein, muss ich noch sagen, Fazit bis jetzt von der Phase. Es fühlt sich alles sehr gut an. Auch, wie gesagt, ein bisschen träge jetzt die letzte Woche. Was ja aber auch gerade bei der Beuge dran liegen kann, dass ich halt keine Stulpen trage, die natürlich viel Explosivität auch von unten rausnehmen. Also mehr bringen. Da ich sie jetzt nicht trage, fehlt mir die so ein bisschen. Deswegen bin ich aber mit den Lasten, die ich bewegt habe, eigentlich ganz zufrieden. Wie gesagt, wie sich das dann überträgt auf den Wettkampf, sind wir mal gespannt. Jetzt diese Woche ist ja die Deload-Woche. Nächste Woche geht es dann wieder los mit Dreiern und Einern. Da wird es dann langsam interessant. Wie gesagt, heiße Phase beginnt. Da freue ich mich immer schon drauf, wenn die Phase anfängt mit Max-Versuchen und so weiter. Ja, Kreuzheben bin ich eigentlich auch sehr positiv
überrascht, nicht unbedingt, das ist das falsche Wort. Also sehr, also es hat mir sehr gefallen, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Wie gesagt, ich habe schon häufiger Prognosen erstellt. Jetzt muss mal der Knoten geplatzt sein und so weiter. Das will ich diesmal nicht machen. Ich bin einfach nur froh, dass das ganze Training sich über die letzten Wochen so gut dargestellt hat beim Kreuzheben und sich das alles so stabil anfühlt. Wie gesagt, jetzt muss ich jetzt halt im Wettkampf zeigen, was dann tatsächlich drin ist. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich zumindest an meine bisherige Bestleistung mal anschließen kann. Ne? Kniebeuge, wie gesagt, müssen wir auch gucken, wie sich das mit den ohne Stulpen verhält. Ich versuche halt die 300er-Marke ohne Stulpen zu knacken. Ne? Und wie gesagt, Bankdrücken versuche ich ja sowieso immer, immer irgendwas zu knacken. Also in dem Fall, ja, 260 war ja bis jetzt Wettkampfbestleistung, da versuche ich auf jeden Fall eine neue Bestleistung aufzustellen. Und das im schmalen Griff wird auch interessant, aber ich denke mal, das könnte klappen oder sollte klappen. Aber wie gesagt, die nächsten Wochen sind entscheidend. Wir gucken, wie es da läuft. Ich hoffe, du bleibst verletzungsfrei, krankheitsfrei und so weiter. Und dann sehen wir mal weiter. So, genug gesabbelt. Guckt euch die letzten Videos noch an von der dritten TE. Ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann.